Beziehungscoach und auch Dating-Single-Coach in Hamburg, Berlin und ab und zu in der Nähe von München. Diesmal wieder Blog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Und wir haben zum ersten Mal die Liebeskummer-Woche. Das heißt, ihr konntet wahrscheinlich schon Fragen stellen und könnt auch weitere Fragen stellen hier in den Kommentaren oder an support@liebeschimp.de oder über das Kontaktformular auf liebeschimp.de. Dachte mal wieder ein bisschen back to the roots für vielleicht auch die Leute, die neu dabei sind, weil in der Regel ist der Weg, glaube ich, dass man über Liebeskummer zu mir kommt. Und ich habe ja das Modul 0, Soforthilfe bei Liebeskummer, und das Modul 7, das Advanced-Modul bei Liebeskummer. Da geht es so um, was zeigt einem das in der Tiefe, Liebeskummer. Da gibt es einen Code, nur noch bis, also jetzt einfach nur diese Tage hier bis Sonntag. Da ist Liebe einfach, und das ist ein 10-Euro-Code, der die Kurse dann entsprechend günstiger macht, beziehungsweise auch die Kombi von diesen beiden Liebeskummer-Kursen. Findest du alles auf, hier unter dem Video und dann auf liebeschimp.de. Ja, 9 Mythen über den Liebeskummer. Also haben wir ja alle schon gehabt, Liebeskummer, nehme ich mal an. So. Und wie gesagt, ist ja, also viele sagen, das ist schlimmer, als meine Mutter gestorben ist und so. Ja, also viele kommen halt zu mir, weil sie zerfetzenden, toxischen Liebeskummer haben. Und ja, es gibt so ein paar falsche Annahmen über Liebeskummer und die wollen wir uns heute mal anhören. So, beziehungsweise mal gucken, wie viel Wahrheit ist da denn drin oder auch nicht. Also Punkt 1, die Zeit heilt alle Wunden. Das hört man ja immer so gern. Ist natürlich viel Wahres dran. Also man denkt ja häufig in den ersten Wochen des Liebeskummers, wie soll das weitergehen? Wie soll ich... Das kann nicht ewig andauern, das halte ich nicht aus und es ist ganz schlimm. Und ja, Liebeskummer, ja, wissen wir, die meisten neigt dazu, besser zu werden, aber jetzt kommt das große Aber. Die Zeit halt nur alte Wunden, wenn wir wirklich auf null Kontakt gehen, also häufig für immer oder zumindest eine lange Zeit. Und vor allen Dingen, das ist ganz wichtig, wenn wir den Ex vom Podest runternehmen. Also es gibt durchaus Menschen, habe ich auch kennengelernt, die wirklich jahrelang Liebeskummer haben, weil sie immer wieder sagen, das war die geilste Cola im Automaten, mein Ex. Ne? Obwohl, also von außen betrachtet, man meint, da gibt es überhaupt keinen Grund für und es 4 Milliarden Männer gibt. Und ja, aber wenn ich denke... das war jetzt, ja, wie gesagt, die geilste Cola am Automaten, der geilste Typ, die geilste Frau. Und mein Leben hat jetzt keinen Sinn mehr ohne diesen tollen Menschen. Ja, dann kann ich durchaus ganz lange Liebeskummer haben. Ne? Es ist, ja, also das sind so Sachen, oder wenn ich mich immer wieder, ja, irgendwie es doch zu so irgendwelchen entfernten Arten von Kontakt kommt, mich immer wieder mit befasse, dann heilen die Wunden nicht so unbedingt. Ne? Das ist so ein bisschen ein Problem. Gut, Mythos 2. Je mehr Liebeskummer, desto besser war der Partner. Nichts könnte falscher sein. Viel Liebeskummer heißt vor allen Dingen viel Toxik in der Regel und viel heiß-kalt, weil Liebeskummer ist aus meiner Sicht eine Art, auch so romantisch sich das auch anhört, ist eine Art Entzug von bestimmten Hormonen oder Neurotransmittern oder ich weiß nicht was. Ja, also und man geht durch so einen Entzug durch von so körpereigenen Substanzen und das ist halt nicht schön. Und das, wo entstehen die? Die entstehen eben viel, ist auch nicht nur ein Liebeskummer-Modul, ist auch ein Modul, mein Modul 1 auch sehr viel drin, die entstehen eben durch ja, diese toxischen Beziehungen mit diesem Heiß-Kalt. Ne? Da gibt es die sogenannte intermittierende Verstärkung, wie auch Hunde trainiert werden, dass man mal ein Leckerli kriegt, mal nicht. Alles völlig unvorhersehbar. Gibt es x Studium drüber. Das ist das gleiche wie am Spielautomaten. Und ja, das heißt also, ganz schlimmer Liebeskummer heißt eigentlich vor allen Dingen, dass man in so einer Beziehung war. Und
wenn relativ gute Beziehungen auseinandergehen, weil man sie irgendwie auseinandergelebt hat, hat man häufig nicht so viel Liebeskummer, so, ne? Ja, Mythos 3, Liebeskummer zeugt von Liebe. Ja, schließt sich am Mythos 2 an. Weil in toxischen Beziehungen gibt es ganz viel, aber meist keine Liebe, sondern Abarbeiten von alten Mustern, Übertragungen, Projektionen. Man hängt in der Fantasie fest, man wird vielleicht manipuliert von irgendwelchen, ja, diesen ganzen Techniken, Future Faking, Fast Forwarding, Love Bombing. Und das hat allem zu tun, aber nicht unbedingt mit, was man eigentlich meint mit Liebe, sicherlich auch eine Art von, wie Sie sagen, dass es keine Liebe ist, aber es ist eine sehr deformierte Art von Liebe, bei der man eben alte Kindheitsthemen abarbeitet, so, ne? Und ja, eigentlich zeugt Liebeskummer von mangelnder Liebe, nämlich mangelnde Selbstliebe, weil wenn wir einen Ungehinderten, was vielleicht die wenigsten Menschen haben, also ich könnte das jetzt auch nicht sagen, dass ich das hundertprozentig habe, aber wenn man einen eigenen Zugang hat zu Liebe, den eigentlich jeder von uns hat, der ist halt nur verschüttet, und oder ganz tolles Leben hat, dann also viel Selbstliebe hat, auch dann wird Liebeskummer nicht so doll sein, so, ne? Insbesondere, wie gesagt, wenn man selber weiß, es gibt einen Liebesstrom in mir, ich bin eigentlich die Liebe, was wir letztlich alle sind, sind alle aus Liebe gemacht. Wenn man das in sich spürt, ja, dann, warum sollte man dann so viel Liebeskummer haben? Wie gesagt, Liebeskummer ist normal, hat jeder ein bisschen. Aber wie gesagt, viel Liebeskummer heißt nicht viel Liebe. So, Mythos 4, Dating und Sex hilft. Auch der ist jetzt nicht ganz, man kann jetzt nicht sagen, dass es komplett falsch ist. Sicherlich sollte man im Liebeskummer keine neue Beziehung anfangen. Also es geht manchmal gut, also es ist auch komischerweise in der Forschung, also in der sogenannten Tröstbeziehung, findet man gar nicht so viel, dass die so schlecht verlaufen, interessanterweise. Also, aber man geht natürlich seine eigenen Themen nicht an, wenn man dann sofort wieder rausgeht. Und ja, es ist häufig ein Versuch, das zu verarbeiten, indem man ja eben eine andere Droge nachgibt. So. Und ja, also kommt so ein bisschen drauf an. Also so nach so hochtoxischen Beziehungen empfehle ich das überhaupt nicht. Ansonsten, ja, klar, kann einen das ablenken. Man sollte vielleicht ehrlich sein zu den Leuten, die man dann datet, dass man irgendwie noch nicht so richtig offen ist. Aber ja, es kann helfen, aber es kann auch komplett nach hinten losgehen, weil je bedürftiger ich bin, umso mehr ziehe ich häufig toxische Partnerschaften an, neue toxische Partnerschaften. Und es kann auch komplett nach hinten losgehen, dass ich dann mit jemandem im Bett lande und ich vergleiche den innerlich die ganze Zeit mit dem Ex und dieses Erlebnis im Bett ist so befremdlich, dass ich nochmal an den Ex denke und dann kann das komplett kontraproduktiv sein. So, ne? So, Mythos 5, es hilft, möglichst viel zu reden über Liebeskummer. Also ein Stück weit stimmt auch das natürlich, aber ab. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wo die Grenze ist, aber irgendwann ist einfach der Punkt erreicht, wo das eigentlich dazu führt, dass man es in sich selber immer wieder die Aufmerksamkeit darauf richtet, auf den Liebeskummer, anstatt sich davon mal abzulenken irgendwie, was häufig besser, also meiner Ansicht nach am Anfang im Liebeskummer häufig besser ist. Ja, auch dazu mehr gibt es auch ein bisschen was im Kurs und aber. Ja, natürlich tut es mal gut, tut es auch gut, viel auch mal mit einer Freundin da durchzuheulen oder mit einem Kumpel die Nacht, klar. Aber das werden einem gute Freunde auch irgendwann sagen, ey, dass man sagt, ey, jetzt hast du schon alles 25 Mal erzählt. So, jetzt komm mal drüber weg, komm mal klar, guck nach vorne, das Leben geht weiter. Und ja, reden kann es auch manchmal immer wieder hervorholen, so, ne? So, Mythos 6 hängt damit zusammen, man soll in den Schmerz reingehen. Also grundsätzlich ist es natürlich richtig, dass man emotional negative Gefühle auch wahrnehmen sollte, auch bewusst wahrnehmen sollte. Meiner Ansicht nach ist das der frühe Liebeskummer nicht unbedingt die beste Zeit dafür.
Weil es ist zwar schon gut, in diese Schmerzgefühle reinzugehen, aber es ist nicht gut, in diese obsessiven Gedanken reinzugehen. Und es ist am Anfang fast unmöglich, in diese Schmerzgefühle zu gehen, ohne in obsessive Gedanken über die Beziehung zu gehen. Und die sind halt überhaupt nicht gut, weil die füttern ja den Liebeskummer. Deswegen ist mein Rat am Anfang einfach komplette Vermeidung. Also einfach, weiß ich nicht, irgendwas anderes ins Gehirn reinkippen, aber nicht darauf fokussieren. So. Mythos 7, wenn wir auf Null Kontakt sind, gibt es keinen Kontakt mehr. Hört sich jetzt ein bisschen paradox an, es ist dieses seltsame Phänomen, dass man auf Null Kontakt ist und trotzdem hat man das Gefühl, man verliert weiter Energie von Tag zu Tag und denkt sich, warum? Das muss ja jetzt mal aufhören. Das habe ich ja in einer Beziehung schon so erlebt, dass ich mal Energie verloren habe. Warum verliere ich die jetzt wieder? Wo es auch gar keinen Kontakt mehr gibt. Und ja, da gibt es einmal den inneren Kontakt, wenn man die ganze Zeit drüber nachdenkt, wiederum, ne? Und dann gibt es eben diese Sache, die ich früher auch mir immer nie vorstellen konnte, die aber auch schon so viele Nutzer von dem Kurs gesagt haben, das hat denen so geholfen, diese Sache mit den Bändern. Also ich will das jetzt nicht alles hier auswalzen, das ist da gut erklärt. Also es ist offensichtlich immer noch ja, Energiebahnen gibt, die irgendwie getrennt werden wollen und über die man weiter Energie irgendwo verliert. So. Und ja, gerade in diesen toxischen Beziehungen scheinbar. So, Mythos 8, man kann nichts machen gegen Liebeskummer. Gut, habe ich ja schon mit diesem Video schon. Man kann was gegen machen. Es gibt wirklich ein definiertes Vorgehen, was den definitiv verkürzt. Haben wir auch schon diverse Fragebogen und Auswertaktionen gemacht hier mit den Kursen, insbesondere Modul 0. Und wo viele Leute gesagt haben, ja, es hat denen geholfen, es hat Stimmung deutlich verstärkt und ja, also natürlich ist es immer ätzend und man kann ihn nicht abschalten, aber man kann was gegen machen, definitiv. Mythos 9, Freunde sind immer hilfreich bei Liebeskummer. Also natürlich hat das eine Wahrheit, logischerweise, man möchte da ungern so alleine durchgehen durch so einen verschissenen Liebeskummer. Aber Freunde können manchmal auch nicht hilfreich sein, wenn man so eine toxische Beziehung hatte, weil dann man leidet teils besonders und erzählt da besonders viel davon. Und Freunde, die das nicht verstehen, diese Dynamik, oder die selber solche Dynamiken haben, oder selber ein bisschen liebessüchtig sind, könnten dann einem unter Umständen raten, oder könnten aus diesen starken Suchtgefühlen, die ja so toxischer Liebeskummer ist, könnten die meinen, die Liebe wäre so groß und könnten einem raten, zu einer weiteren Runde. Und am Anfang ist man ja so labil, dass wenn nur einer sagt, ey, dreh noch eine Runde, dass man sofort Hörer, also ja, Hörer in die Hand nehmen, macht man ja nicht mehr, aber Handy in die Hand und nächste Runde. Und dann sind manchmal Freunde nicht so hilfreich. Ja, sonst alles weiter unter dem Video. Hoffe, war hilfreich für euch. Freue mich über Likes. Abonniert gerne meinen Kanal, gebt meine Arbeit gerne weiter, wenn ihr mich unterstützen wollt. Und wir werden uns bald wiedersehen.